Am nächsten Morgen weckte der Regenwurm den Wolf und verneigte sich dabei dreimal wie ein orientalischer Flaschengeist. Guten Morgen, Herr und Meister. Ich hoffe, ihr habt gut geruht. Was ist euer Begehr? Eine fliegende Teppich vielleicht? Lass die Witze. Ich habe keine Lust auf Witze heute Morgen. Ich habe einen ernsthaften Entschluss getroffen, also hör mir zu. Erstens, wir brauchen Zugfahrkarten. Zweitens, finde heraus, wo das Haus des giftgrünen Jägers ist. Er steht am Rand eines Waldes mit Eichen und hat ein grünes Dach. Und davor steht eine Hundehütte mit einem Jagdhund drin. Der hat Zähne wie ein Sägeblatt. Zweitens, Sägeblatt, wiederholte der Regenwurm, der sich Notizen machte. Und drittens brauchen wir die Zugfahrkarten von erstens für zweitens. Aha, also wir verreisen? Genau. 14 Fahrkarten insgesamt, eine für dich und mich und 12 für sie Chrysanthemen da drüben. Wir sind Veilchen, wunderschöne blaue Veilchen, Grobian. Ja, wie auch immer, sagte der Wolf. Trotzdem 14 Karten und fünftens eine Frage. Was ist die Schweiz? Die Schweiz, sagte der Regenwurm, ist ein reiches Land in die Berge. Gut. Reich bin ich auch. Ich werde sechstens der Schweiz den Krieg erklären. Sechstens die Schweiz den Krieg erklären, wiederholte der Regenwurm ungerührt und blickte auf. Also, ich fasse zusammen. Erstens Fahrkarte nach zweitens Haus des giftgrünen Jägers für drittens uns alle inklusive Feilsen sowie sechstens der Schweiz, die fünftens ist, die Krieg erkläre. Genau richtig, sagte der Wolf ehrlich beeindruckt. Eier, Eier, Sir, keine Probleme, aber was ist denn mit viertens? Viertens ist ein Knüppel, und zwar ein großer. Den brauche ich, um dem giftgrünen Jäger, der meine Mutter erschossen hat, das Fell zu versohlen. Nicht so leichter als das, sagte der Regenwurm. In 2 Stunden bin ich zurück, sprach es und verschwand flink durch die Tür. Nach nicht einmal 2 Stunden war der Wurm zurück, hatte die Fahrkarten besorgt und auch alles andere erledigt und sogar noch an Dünger für die Veilchen gedacht, worauf die Veilchen sich endgültig unsterblich in ihn verliebten. Was für ein toller Mann, flöteten sie und klimperten mit ihren Blütenblättern. Denada, wer zusammen? Denn es gibt ein Problem. Ein Problem? Fragte der Wolf. Sie, ich war bei einer Anwalt, das sind die, die wissen, was gerade erlaubt ist und was nicht, und der sagte mir, dass Zugfahren, wohin auch immer zurzeit erlaubt ist, auch zum Haus des giftgrünen Jägers mit 14 Fahrkarten oder im Gruppentarif, spielte keine Rolle. Eine Knüppel darf man im Prinzip auch dabei haben, aber eine Kriegserklärung an ein fremdes Land ist ohne einen triftigen Grund und ernsthaften Grund leider nicht erlaubt. Was heißt denn hier ohne Grund? Protestierte der Wolf und er erzählte von seinem Vater, den die Schweizer in ihrem Zoo hinter Gitter gehalten haben, wie einen Stallhasen. Und der dabei auch noch gefährlich auszusehen und wild zu knurren hatte, damit die Besucher sich von ihrer Regierung gut beschützt fühlten und froh waren, dass solche Bestien nicht mehr frei herumliefen und ihr mühsam erworbenes Hab und Gut bedrohten. Sie,
nickte der Regenwurm mitfühlend. »Dieses Weißer haben einfach keinerlei Respekt vor nächstes Weißern.« Und er trug ziemlich genau dies feierlich in die vom Anwalt vorbereitete Kriegserklärung unter Punkt 8 ein. »Begründung der Kriegserklärung: fehlender Respekt vor Andersdenkenden, in Klammern Wölfen.« Dann steckte er die Kriegserklärung in einen Umschlag und klebte ihn zu. »In 12 Minuten fährt unser Zug. Wir sollten uns wirklich beeilen.« Der Wolf lud sich eilig den Veilchenkübel auf. Der Wurm kam in die Brusttasche des Jacketts, aus der er hervorschaute wie eine Made aus einem Apfel, und so rannten sie, so schnell der Wolf nur konnte, zum Bahnhof. Dort wartete bereits ungeduldig der Anwalt. Er nahm die Kriegserklärung an sich, überreichte dem Wolf den bestellten Knüppel, der auf die Stelle nur gebraucht zu bekommen gewesen war und auf dem seltsamerweise die Worte »Herzlichen Glückwunsch zum Muttertag« eingraviert waren. Aber der Wolf meinte, das sei nicht weiter schlimm, und so brachte der Anwalt sie unter 1000 Verbeugungen in ihr Abteil. Dann fuhr der Zug ab. Die Kriegserklärung des Wolfes erreichte die Schweizer bereits 2 Tage später. Sie beriefen sofort eine nationale Versammlung ein und man beriet aufgeregt die Lage. »So etwas sollte nicht auf die leichte Schulter genommen werden«, sagte der Premierminister. »Denn immerhin ist es ein Wolfli, und Wölfli sind nicht ungefährlich, wie ein jeder weiß.« »Im Übrigen«, fügte sein Stellvertreter hinzu, »soll er sehr reich sein, und ein reicher Wolfli ist noch einmal doppelt so gefährlich wie ein normaler Wolfli.« »Wir sollten uns in aller Formli entschuldigen«, sagte der schlaue Finanzminister. »Und wenn er die Entschuldigung nicht annimmt, was wir nicht hoffen wollen, dann bleibt uns nur eins. Wir verstecken uns alle unter dem Bettli.« Das gab Beifall von der klügeren Hälfte der Schweizer. Die tapfere Hälfte der Schweizer dagegen wollte davon nichts hören. »Niemals werden wir unsere geliebten Bergli kampflos hergeben!« Und so beschlossen sie, sich dem Angriff des Wolfes an der Landesgrenze entgegenzustellen. »Ja, so ist es immer im Leben. Die klugen Leute sind leider ziemlich feige und die Furchtlosen sind nicht besonders schlau. Das ist in der Schweiz so und woanders ist es kaum besser, soweit ich weiß.« Und so eilte die tapfere Hälfte der Schweizer zu ihrer Fahne, das heißt, sie holten die inzwischen rostig gewordene Kanone aus dem Eidgenössischen Museum und zogen liedersingend los in den Krieg. Am Abend desselben Tages erreichten der Wolf, der Wurm und die Veilchen das Haus des giftgrünen Jägers. Der Wolf stand eine Weile unschlüssig am Zaun herum. Dann fasste er sich ein Herz. »Pass gut auf die Veilchen auf, während ich weg bin«, sagte er zum Wurm, packte den Knüppel fester in seiner rechten Pfote und öffnete die Gartentür. Kein Gebell ertönte. Alles blieb still. Die Hundehütte war leer. Der Wolf ging vorsichtig weiter zum Haus und klingelte. Beim 3. Mal klingeln hörte er Schritte und die Tür ging auf. »Na sowas«, sagte der sägemesserscharfe Jagdhund des giftgrünen Jägers und blickte auf den Wolf. »Na sowas«, sagte auch der Wolf und blickte auf die Schürze, die der Hund trug. »Ich koche gerade das Essen, und ohne Schürze bekommt man leicht Soße ins Fell.« »Soße ins Fell.« »Ja, Soße ins Fell.« »Und? Kochst du gut?« »Nein, nicht wirklich. Ich bin ein Jagdhund, kein Koch.« »Ja, ich weiß«, sagte der Wolf und sah dem Hund fest in die Augen. »Das ist alles lange her, Wolf.« »Nein, nicht wirklich.« »Hey, Harras!« ertönte plötzlich eine Stimme aus dem oberen Stock des Hauses. »Harras, mit wem redest du da?
Wer ist an der Tür? Haben wir Besuch? Nein, Herr Jäger, wir haben keinen Besuch. Ich habe nur mit mir selbst gesprochen. Ich habe aber zwei Stimmen gehört. Das war der Wind, der an der Tür rüttelt. Ach was, Unsinn! Schick den Besuch hoch zu mir und dann geh zurück in die Küche. Mach für meinen Gast und mich etwas zu essen. Der Hund zuckte mit den Schultern. Du hast es gehört, Wolf. Der Herr Jäger erwartet dich oben im Jagdzimmer. Dann seufzte er und verschwand in der Küche, wo man ihn kurze Zeit später die Suppe beschimpfen hörte. Verdammte, elende Brühe, schon wieder angebrannt. Ich hasse dich, du hinterhältiges Gebräu. Der Wolf ging unterdessen die Treppe hoch. Aus einer Tür am Ende des Korridors fiel Licht. Der Wolf stieß die Tür auf und da saß der giftgrüne Jäger in seinem großen Stuhl, der aus lauter Gewein gemacht war. An der Wand hingen Jagdtrophäen und die Schädel toter Tiere. Im Kamin brannte ein Feuer und über dem Kamin hing das bleierne Gewehr. Aber ganz hinten an der Wand, neben einem großen Pulverhorn, war das Fell seiner Mutter aufgehängt. »Kommen Sie rein, gnädiges Fräulein«, sagte der giftgrüne Jäger und stand auf. »Wie bitte?«, fragte der Wolf. »Oh, Sie sind kein Fräulein, dafür ist Ihre Stimme zu tief. Es tut mir leid, ich habe vor kurzem meine Brille irgendwo verloren und seitdem sehe ich nicht mehr hundertprozentig alles, aber mein Gehör ist genauso gut wie früher. Kommen Sie und setzen Sie sich irgendwo, hier drüben muss ein Tisch sein.« Und er tastete sich mit ausgestreckten Armen voran, bis er gegen den Tisch stieß. »Ja, ich habe den Tisch gefunden. Setzen Sie sich zu mir. Lassen Sie uns plaudern.« Da schaute der Wolf den Jäger genauer an. Der Jäger trug einen verblichenen Rock, dessen Farbe wahrscheinlich einst giftgrün gewesen war, nun aber eher blass und moosgrün wirkte. Sein Haar war grau und sein Gesicht hatte irgendwie die Farbe der ausgeblichenen Geweihe an den Wänden angenommen. Auf seiner Nase aber saß, genau wo sie sein sollte, seine braune Hornbrille. Und da wusste der Wolf, dass der giftgrüne Jäger niemals mehr auf die Jagd gehen würde. Der giftgrüne Jäger war ab jetzt kein Jäger mehr, denn der giftgrüne Jäger war blind geworden. Und ein blinder Jäger ist für immer und für alle ungefährlich. »Lassen Sie uns plaudern, am besten von der Jagd. Verstehen Sie etwas von der Jagd?« »Ja«, sagte der Wolf widerwillig. »Ist die Jagd nicht das Großartigste im Leben überhaupt?« »Das kommt darauf an.« »Sie meinen, ob Großwildjagd oder eher Niederwild?« »Nein, ich denke, entscheidend ist, wer wen jagt.« »Das verstehe ich nicht.« »Ich weiß«, sagte der Wolf und ging zur Wand. Dann nahm er vorsichtig das Fell seiner Mutter herunter und legte es langsam zusammen. Ihre klugen, spöttischen Augen hatte ein Tierpräparator in der Stadt durch kalte, durchsichtige Glasaugen ersetzt. Doch der Duft ihres Fells war immer noch genau wie damals. Der Wolf versuchte mit aller Macht nicht zu weinen. Und dann drückte er ihren schönen Kopf an seine Wange und flüsterte, was er vergessen hatte zu sagen, an jenem Morgen, als der giftgrüne Jäger mit dem bleiernen Gewehr im Anschlag ihren Wald betrat. Das, wofür keine Zeit mehr war, an jenem Tag, als das Hundegebell sich näherte und seine Mutter in die Höhle verließ, um den Jäger fortzulocken. Das, was man rechtzeitig sagen muss, und am besten auf Vorrat, denn keiner kann wissen, ob man sich morgen wieder sieht oder erst in 1000 Jahren.
ihn nicht fort, Mama, flüsterte der Wolf in das Ohr seiner Mutter. Mama, ich liebe dich. Und da trübten sich die eisklaren, fremden Glasaugen ein klein wenig ein, wie von fernen, fernen Tränen. Und da wusste der Wolf, dass seine Mutter ihren Sohn gehört hatte. Die Jagd ist mit nichts anderem zu vergleichen. Waren Sie schon mal in Afrika, mein Herr? Dort ist die Jagd noch prächtiger als hier. Ich wünschte, ich könnte einmal nur dorthin, aber ohne meine Brille hat das erstmal gar keinen Sinn, nach Afrika zu fahren. Ihre Brille ist auf Ihrer Nase, sagte der Wolf gehässig. Ja, vielleicht, sagte der Jäger. Vielleicht aber auch nicht. Wer kann das so genau wissen? Ich will Ihnen sagen, was aus einem Jäger wird, der nicht mehr jagen darf. Er wird weniger, jeden Tag ein bisschen, bis er ganz durchsichtig und fadenscheinig ist und nur noch aus weißer Erinnerung besteht. Und eines Tages löst er sich ganz auf, und der Morgenwind weht ihn davon. Ich verstehe, sagte der Wolf. Und dann schwiegen beide und dachten über diese seltsame Welt nach, aber ein jeder auf seine Weise und an etwas anderes. Ich muss jetzt gehen, sagte der Wolf nach einer Weile des Schweigens. Dann nahm er leise das bleierne Gewehr des Jägers von der Wand und hängte an dessen Stelle den Knüppel mit der seltsamen Inschrift. Nur zur Sicherheit, falls die Augen des Jägers sich doch noch bessern sollten. Dann klemmte er sich das Fell seiner Mutter unter den Arm und ging hinaus. Der Jäger blieb grau und traurig zurück, und man konnte durch ihn hindurch bereits das Feuer im Kamin flackern sehen. Unten an der Treppe wartete der Hund auf den Wolf. Was willst du mit dem Gewehr? Das brauche ich, denn ich ziehe in den Krieg. In echt? Fragte der Hund neidisch. Gegen wen geht es denn? Die Schweiz. Wer ist denn die Schweiz? Ein reiches Land in den Bergen, aber nicht mehr lange, denn die werden mich kennenlernen, diese Schweizer. Und er präsentierte gekonnt wie ein gelernter Soldat das Gewehr. Hab acht! Mit nur einem Arm. Aber schon rums! Ging die Büchse los. Die Kugel durchschlug die Deckenlampe und es wurde dunkel. Im Dunkeln verlor die Kugel ein bisschen die Orientierung und bog unnötigerweise nach links ab. Dort stand eine wertvolle Glasvitrine. Nach der Glasvitrine besuchte die Kugel noch eine Wanduhr, eine unersetzliche Vase und eine Sammlung Zinnbecher mit Jagdmotiven. Endlich blieb sie in einem Elchskopf stecken. Der Elchskopf, einst zu einem Elch im mittleren Schweden gehörend, löste sich von der Wand und traf den Wolf aus 2 Metern Höhe kommend recht mittig auf den Kopf. Ein Glück, dass niemand verletzt ist, sagte der Wolf. Dann wurde er ohnmächtig. Als der Wolf wieder zu sich kam, beugte sich der Hund zu ihm herunter. »Ich dachte, du bist tot.« »Ich auch«, stöhnte der Wolf und befühlte seine riesige Beule an seinem Kopf. »Was war das?« »Ein Elch.« »Elche gehören verboten«, sagte der Wolf aus tiefster Überzeugung und stand schwankend auf. »Hey, Wolf! Nimm mich mit. Was? In den Krieg. Wir könnten zusammen in den Krieg ziehen. Ich werde dein getreuer Gefährte sein. Wir werden Abenteuer erleben und Angst und Schrecken verbreiten. Die Schweizer werden zittern und alleine beim Klang unserer Namen in die Knie gehen. Das wird großartig. Tja, einen Gefährten könnt ihr schon gebrauchen. Aber was ist mit dem giftgrünen Jäger da oben? Er braucht dich. Wer soll für ihn kochen?
Ach was, der Alte löst sich sowieso bald auf. Na, mit deiner Treue ist es wohl nicht weit her, Hund, was? Da schämte sich der Hund und schwieg. Nein, entschied der Wolf, du wirst hier bleiben, bis es soweit ist, und die Schweiz und ich werden auf dich warten. Und wenn der Jäger einmal nicht mehr ist, dann kannst du mit mir kommen. So war es beschlossen, und dann gaben sie sich zur Besiegelung die Pfoten, und der Wolf verließ das Haus. Oh, es war wohl ein schlimmer Kampf, fragte der Regenwurm und betrachtete die riesige Beule am Kopf des Wolfes. Nein, sagte der Wolf, alles lief nach Plan, bis dieser Elch sich einmischte. Eine Elch hat sie seine gemüßt. Ich möchte nicht mehr davon sprechen. Ich wusste gar nicht, dass es hier Elche gibt. Elche sind heikel und verkomplizieren alles. Ich hatte mal ein Problem mit einer Elche aus Koblenz. Tja, diese Elche gehören meines Erachtens einfach verboten. Schön wär's. Aber trotz der Elchgefahr werden wir eine Weile hier im Wald bleiben. Wir brauchen also ein Zelt. Gegen Abend war der Wurm zurück und hatte einen Esel dabei, der auf seinem Rücken ein Zelt trug. Sie bauten das Zelt auf in einer nahegelegenen Lichtung und der Wolf bereitete das Abendessen auf einem kleinen Campinggrill zu. »Was ist mit dem Esel?« fragte der Wolf. »Muss der nicht nach Hause?« »Nein, er gehört dir. Ich musste ihn kaufen, aber er war billig, weil er schon ziemlich alt ist.« »Na toll, aber wenigstens ist es kein Elch. Na dann komm mal rüber zu uns, Esel.« Und dann saßen alle nebeneinander vor dem Zelt und schauten in den Sonnenuntergang. Der Wolf, der Regenwurm und auch der Esel. Nur die Veilchen hielten ihre Köpfe gesenkt und waren längst eingeschlafen, während die Sonne endgültig hinter den Gipfeln der Bäume verschwand. Ungefähr eine Woche später, kurz nach dem Frühstück, fragte der Wolf plötzlich, »Was ist für ein Tag heute?« »Sabado«, antwortete der Regenwurm. »Das passt ja wie ausgedacht. Genau heute gegen Mittag brauchen wir ein Orchester.« »Mit oder ohne Dirigente?« fragte der Wurm und sah beiläufig auf die Uhr. »Ohne. Das mache ich selbst.« Pünktlich um 12 Uhr mittags standen die Berliner Philharmoniker auf der Waldlichtung und stimmten ihre Instrumente. »Lass mich raten. Die gehören ab jetzt mir, aber sie waren billig, weil sie schon alt sind.« »Falsche!« sagte der Regenwurm. »Sie waren kostenlos. Ich habe sie vor der Stadtmauer gefunden. Den Berlinern ist gerade nicht nach Musik zumute und da haben sie die unnütze Esser aus der Stadt gejagt.« »Na dann, willkommen in meinem Dienst, werte Musikanten. Bei mir muss niemand hungern.« Da erhoben die Musiker ihre Bögen zum Zeichen der Zustimmung in die Luft und spielten vor Freude einen Tusch. Als die Schweizer durch ihre Spione erfuhren, dass der Wolf inzwischen ein Gewehr hatte, wurden selbst die tapfersten der Tapferen ein wenig nachdenklich. »Und«, wisperten die Spione weiter, »er hat bereits das Orchester bestellt für die Siegesfeierli.« »Wir hätten«, sagte der Klügste von der tapferen Hälfte der Schweizer, »Munition für unsere Kanonen mitnehmen müssen. Jetzt stehen wir da mit all unserer Tapferkeitli. Aber richtig schießen kann eben nur der Wolf.« »In der Eile haben wir die Kugeln vergessen. Alles ging so schnell beim Aufbruchli«, verteidigten sich die übrigen. »Und außerdem sind Kanonenkugeln schwer und keiner von uns hatte Lust, sie die Bergli raufzuschleppen, ja wenn wir einen Lastesli gehabt hätten.« »Einen Esel hat der Wolf auch«, flüsterten die Spione. »Auch das noch«,
stöhnt die Schweizer auf. Dieser Wolfli hat irgendwie an alles gedacht. Am Endli werden wir uns wohl noch ergeben müssen. Derweil wurde es auf der Lichtung feierlich. Die Eichhörnchen trugen, jedes an einer Ecke, das Fell der Mutter herbei. Das Orchester spielte, so traurig es konnte. Der Wolf hatte ein ordentliches Grab gegraben. Und sogar der sägemesserscharfe Hund war gekommen. Und wer ganz genau hinsah, konnte sehen, dass er den giftgrünen Jäger auf seinem Rücken trug. Der Wolf legte seine Mutter in das Grab und nahm für immer Abschied. »Sag mal, Wolf, hast du den Grabstein vergessen? So kann doch keiner wissen, wer hier begraben liegt.« »Einen Grabstein brauchen wir nicht«, sagte der Wolf, nahm die Veilchen aus ihrem Betonkübel und pflanzte sie ganz zuletzt oben auf das Grab. »Damit ihr mal zu was nützlich seid«, sagte er. »Und wenn jemand fragt, wer hier begraben liegt, dann sagt ihr ihm alles, was es dazu zu sagen gibt.« Die Veilchen waren so verblüfft, dass sie zum ersten Mal vergaßen zu protestieren und es vorzogen, würdevoll zu schweigen. Nachdem die Veilchen angegossen waren und sich von ihrem Schreck erholt hatten, begann der Leichenschmaus. Alle Tiere des Waldes saßen an einer langen Tafel und aßen einen Topf von grünen Bohnen mit extra Schmalz, den der Wolf nach einem Rezept seiner Mama gekocht hatte. Der Jäger trank Schnaps und wurde wieder etwas sichtbar davon. Der Esel trank Schnaps und bekam Lust zu singen. Die Eichhörnchen tranken keinen Schnaps, sondern aßen riesige Berge von Nougatpralinen, bis sie kotzen mussten. Der Regenwurm betrog die Waldameisen beim Kartenspiel um ihre kompletten Wintervorräte und schenkte sie ihnen anschließend großherzig zurück. Der Wolf dirigierte derweil das Orchester, bis der Esel aus rein musikalischen Gründen den Taktstock fraß. Die Berliner Philharmoniker gerieten ohne Dirigent natürlich sofort in Streit miteinander und prügelten sich kurz darauf jeder gegen jeden, wie es eben in Berlin Sitte ist, wenn keiner hinguckt. Kurz und gut, es war ein tolles Fest, von dem noch Wochen später die Birken allerhand zu berichten hatten, während die Eichen neidisch ihre Krone neigten. In der Nacht aber, als alle Geschöpfe des Waldes und auch die der Stadt eingeschlafen waren und das letzte Mondlicht auf die Lichtung fiel, stand der ehemals giftgrüne Jäger von seinem Stuhl auf, zog seine Jagdkleidung aus, legte sie auf den Waldboden. Dann schwebte er langsam als blasses Gespinst davon und wurde eins mit den weißen Nebeln des Waldes. Seine Uniform aber verwandelte sich zurück in grünes Moos, denn die Jäger sind die Geister des Waldes, die sich einen Moosmantel übergeworfen haben, und eines Tages kehren sie zurück in ihre wahre Gestalt. Das Moos aber wächst wieder an und gewinnt seine Zauberkraft zurück. Dann wartet es erneut auf einen Waldgeist oder auch einen Menschen, der ein Gewand nur aus grüner Farbe zu schneidern versteht. Am nächsten Morgen erwachten alle vom Gebell und Geheul des Hundes. »Alles in Ordnung mit dir, Vierbeiner?« fragte der Regenwurm. »Ja, ja, aber wem der Herr weggestorben ist, der muss 3 Tage trauern, denn das gebietet die Treue. Und dabei muss man heulen und bellen, damit die Trauer weggeht, denn die Trauer mag keinen Lärm. Und erst am 4. Tag darf man sich endlich einen neuen Herrn suchen. Und heute ist genau der 1. Tag. »Na, das kann ja heiter werden«, sagte der Regenwurm im Weggehen. »Wir brauchen Ohrstöpsel für alle.« Als nach 3 Tagen die Trauerzeit des Hundes vorbei war, nahmen alle erleichtert die Ohrstöpsel aus den Ohren und genossen die Stille. Der Hund aber ging schnurstracks zum Wolf und salutierte. »Herr Wolf, ich melde mich zum Dienst. Wir können sofort losschlagen.« »Losschlagen?
fragte der Wolf. Na, dieses Dings in den Bergen, wo wir draufhauen wollten. Die Schweiz. Ja, die Schweiz. Stimmt. Das hatte ich ja beinahe vergessen. Genau, wir ziehen in den Krieg. Das war der Plan, und zwar ein erstklassiger Plan, wenn ich das bemerken darf, Herr General. Und er salutierte noch einmal. Also, heute ist es zu spät, es wird bald dunkel. Dann morgen. Morgen ist es ungünstig, da habe ich Musikunterricht. Ich lerne nämlich dirigieren, denn ohne Dirigent sind diese Berliner Musiker schlimmer als bissige Waldmäuse. Na dann, nächste Woche. Ah, auch nicht gut. Denn die Veilchen machen gerade eine schwere Zeit durch, und solange sie nicht völlig angewachsen sind, kann ich nicht so einfach weg. Nächsten Monat? Eher ungünstig. Nächstes Jahr. Nächstes Jahr klingt gut. Nein, halt, da kann ich auch nicht. Da muss ich den Eichhörnchen bei der Nussernte helfen. Dann wohl nie, sagte der Hund enttäuscht. Nicht doch. Ich habe eine Idee. Geh doch ohne mich. Du bist tapfer und stark. Du kannst es alleine schaffen. Nein, ich kann nicht ohne einen Herrn gehen. Ich brauche jemanden, dem ich gehorchen kann. Na gut, also ich, als dein neuer Herr, befehle dir, das bleierne Gewehr zu nehmen und in den Krieg zu ziehen. Besiege die Schweiz für mich. Und dann befehle ich dir, ab heute dein eigener Herr zu sein. Ich glaube, das geht, nickte der sägemesserscharfe Hund. Danke für Ihr Vertrauen, Herr General. Und dann nahm er das bleierne Gewehr, salutierte ein letztes Mal und ging los, ohne sich noch einmal umzudrehen. Der Hund marschierte 3 Tage und 3 Nächte. Und am Abend des 4. Tages, als es dunkel wurde, hatte der Hund bereits den Rand der Berge erreicht. Im Dunkeln verlor er allerdings ein wenig die Orientierung und bog unnötigerweise nach links ab. In den Bergen links. Links, genau neben der Schweiz, liegt aber ein anderes Land, das sich seit jeher Österreich nennt und das mit der Schweiz einfach gar nichts zu tun hat. Aber der Hund war eben sehr, sehr tapfer und genau deshalb nicht besonders klug. Und so bemerkte er den Unterschied gar nicht und auch nicht am nächsten Morgen. Und so begann er froh gelaunt seinen Angriff, als gegen Mittag die Sonne am höchsten stand. Da er auf keinerlei Widerstand stieß, eroberte er schon des Landes. Die Einwohner waren ein wenig verwundert, als er sie für besiegt erklärte. Aber da sie höfliche Menschen sind, zuckten sie nur mit den Schultern und sagten, »Nur das wird schon seine Richtigkeit haben«, und machten weiter mit dem, was sie zuvor gemacht haben. Der Hund zog in dem seit längerem unbenutzten Königspalast ein und setzte sich eine Krone auf, die er dort in einer alten Truhe gefunden hatte. Am nächsten Morgen erklärte er auf dem Balkon des Königspalastes die alte Regierung für abgesetzt und dass er dieses Land im Namen seines Herrn, des Generals Wolf, erobert habe. Aber den Einwohnern werde nichts geschehen und auch sonst bliebe eigentlich alles beim Alten, außer einer Kleinigkeit. Denn zur Strafe und zur allgemeinen Abschreckung sollte man dieses Land umbenennen. Umbenennen in... Und da fiel ihm nichts ein. Österreich, vielleicht? Flüsterte ihm ein Vertreter der alten Regierung zu. Österreich, das ist mir ja ein toller Einfall. Das ist allerdings eine Strafe. Also ich verkünde, dieses Land soll ab heute Österreich heißen. Und die alte Regierung darf auch weitermachen, denn sie ist offensichtlich klug und kann gute Vorschläge zur richtigen Zeit machen. Und genau so geschah es.
Die Österreicher gewöhnten sich an den seltsamen Hund mit Krone im Königspalast und ganze Familien kamen sonntags, um ihn zu streicheln. Der Hund gewöhnte sich an die Österreicher und irgendwie auch an die Streichelei. Denn im Königspalast von Österreich gibt es eine erstklassige Kantine, wo der Hund mittags essen durfte. Und da war er natürlich glücklich, schon weil er nie, nie mehr kochen musste. Na, und wo man erst mal glücklich ist, da geht man so schnell nicht wieder weg. In den Zeitungen in aller Welt aber stand am nächsten Montag die riesige Schlagzeile. Sensation! Österreich heißt ab jetzt Österreich! Und darunter stand etwas kleiner. Und auch sonst bleibt alles beim Alten. Seltsam, sagte der Regenwurm bei der Lektüre eben dieser Zeitung, die eines Tages in die abgelegene Waldlichtung kam. Diese Zeitungen werden einfach heutzutage immer merkwürdiger. Und er faltete sie zusammen, um sie dem Esel zu zeigen. Aber der fraß sie sofort auf, da er Zeitung lesen für Zeitverschwendung hielt, oder auch nur, weil er gar nicht lesen kann, wie der Wurm argwöhnte. Worauf der Esel natürlich sofort beleidigt herumschrie und die Berliner Philharmoniker erklärten, dieser Streit ließe sich nur durch eine zünftige Prügelei und zwar nach Berliner Art entscheiden. Na, von mir aus, gerne. Na, und von mir aus sowieso gerne, antwortete der Esel. Komm nur her, du unnötiges Hufetier, damit ich dich auseinandernehme, sagte der Regenwurm und nahm einen furchtbaren Anlauf. Aber da kam glücklicherweise der Wolf und ging im letzten Moment dazwischen. Nun aber mal stopp hier. Jetzt wird einmal gemacht, was ich sage. Einmal wird hier nicht jeder dahergelaufene Blödsinn praktiziert, wenn denn jetzt reicht es mir auch mal, verstanden? Brüllte er, und er brüllte so laut, dass die Lerchen im Baum sicherheitshalber einen Zweig höher hüpften. Winterstille und Ruhe im Baum! Denn nun ist es aber endgültig genug. Vielleicht reißen sich alle mal kurz zusammen, um ausnahmsweise mal etwas Vernünftiges zu machen. Aber was Vernünftiges machen klingt nicht schlecht, riefen die Eichhörnchen kopfunter an einer Kiefer. Das ist doch mal was anderes. Aber was ist denn noch vernünftig heutzutage? Fragten die Waldameisen. Das kann ich euch sagen, sagte der Wolf, denn ich habe nachgedacht. Vernünftig ist, wenn man das tut, was am meisten gebraucht wird. Und am meisten gebraucht wird das, was noch nicht da gewesen ist. Was aber da sein sollte. Verstanden? Nein, sagten die Eichhörnchen im Chor. Also, nochmal andersherum. Also, am Wochenende kann man Lotto spielen. Und da kann einer alleine auch durchaus gewinnen. Aber was kommt nach dem Wochenende? Montag, riefen die Eichhörnchen. Seht ihr, das meine ich. Also, genau am Montag fahren wir alle in die Stadt und wir nehmen den Esel und die Berliner Philharmoniker mit, denn die kennen sich dort aus und können sich gut prügeln. Und alle aus dem Nachbarwald und die, die wir unterwegs treffen, die können auch mitkommen, denn das Gegenteil von Reichtum ist gar nicht Armut, sondern das Gegenteil von Reichtum ist die traurige Angst. Verstanden? Verstanden, nickten die Eichhörnchen. Angst, Angst kennen wir. Und wer im Lotto gewonnen hat, der ist nicht mehr arm und hat deshalb auch keine Angst mehr. Und wenn man außerdem nicht allein ist, dann ist es erlaubt. Was denn? Fragte der Regenwurm. Na, wir machen am nächsten Montag das,
was denen in der Stadt wirklich fehlt. Eine Revolution, weil der Montag ist ein guter Tag für mal was ganz Neues. Kein, quietschten die Eichhörnchen und Bravo, rief auch der Esel, der hoffte, auf seine alten Tage noch mal etwas Lustiges zu erleben. Und Jawohl, nickten auch die Berliner Philharmoniker und alle anderen armen Tiere des Waldes stimmten ebenfalls zu. Und so war es beschlossen. Und ob ihr es glaubt oder nicht, genau so geschah es. Ja, und die Schweizer? Also, wenn sie nicht gestorben sind, dann liegen die klugen Schweizer wohl immer noch unter ihren Betten und die tapferen Schweizer stehen frierend an ihrer Landesgrenze und warten bis auf den heutigen Tag vergeblich auf den Angriff des Wolfes. Naja, Strafe muss eben sein. Ende. Bis morgen.